Du hast 5 Minuten. Dann klingelt es zur großen Pause. Lila, es tut mir leid, dass ich gedacht habe, dass du zur Presse gegangen bist. Ich hatte einfach so viel Druck. Und dann standen da all diese Details. Meine Band hat mich angesehen, als sei ich der letzte Vollidiot, der sich auf das erstbeste Mädchen einlässt. Ist ja auch so. Nein, ist es nicht. Ich habe mich in dich verliebt, Lila. Du hast dich in die Idee verliebt, dass ich mich in dich verliebt habe. Um zu wissen, wer du bist. Hast du das? Was? Dich in mich verliebt. Ich weiß nicht mehr, in wen ich mich verliebt habe. Du bist wie 2 Personen auf einmal. Und die eine Person, in die ich mich verliebt habe, die verschwindet immer wieder. Das bin aber trotzdem ich. Wann denn? 2-mal die Woche, 1 Stunde? Wenn dir der Management freigibt? Lass es uns probieren, Lila, bitte. Wie hast du dir das vorgestellt? Du fliegst heute für 3 Monate in die USA. Du bist 350 Tage im Jahr unterwegs. Und ich gehe hier auf die Schule. Wir schaffen das, ganz sicher. Wir können telefonieren. Ich kann zwischendurch nach Berlin kommen, Termine absagen. Ich will nicht, dass du für mich Termine absagst. Das ist wahrscheinlich gerade die beste Zeit deines Lebens. Die hätte ich mit dir. Lina. Es geht nicht. Ich kann nicht mit dir zusammen sein. Lila. Hey, was sind schon 3 Monate? Viel Erfolg für deine Tournee, Chris.